Wrestling-Fans, aufgepasst. Es ist nicht gelogen. Der Logan ist hier. Bereit für die Challenge. Battle of the Mindset. Ich werde jetzt etwas für mich, meine ganzen Daily Routines durchziehen. Mein Fels in der Brandung, Mr. Crane himself als Kameramann heute, wird mir dann diese unverschämten kleinen Fragen der MWA vom Office für mehr vorlesen. Und wie ich Lust und Laune habe, werde ich es euch beantworten. Let's go! Logan, 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 Logan. Denk an die Fragen, denk an die Fragen. Okay, Mindset, Mindset. Okay, here we go, come on. Okay, lass hören. Wann und wodurch bist du zum Wrestling gekommen? Was ist für eine verkackte Frage? Da musst du das Office fragen. Da waren, glaube ich, die wenigsten von euch hier Zuschauern auf der Welt oder waren ganz weich in der Gelatine-Phase. Das Jahr 2008 war das Jahr, an dem der Jan Logan seinen ersten Schritt im professionellen Wrestling gemacht hat. Hier beim Alex Wright High Impact Seminar. Ja, Wrestling habe ich als ca. 8-Jähriger gesehen. Ich habe mich dann beim Ringen angemeldet, der Grundform des Pro-Wrestling. Bin dort ziemlich schnell erfolgreich geworden, mehrfacher Landesmeister, international gekämpft. Ja, seit 2008, da wo die großen Jungs spielen. Ja. Okay, next. Okay. Jetzt mal leicht warm. Okay, okay. Was für eine Frage, Mr. Crane? Was hältst du von diesen unverschämten Witzfragen? Das darf aber nicht wahr sein. Eine absolute Unverschämtheit des Office. Frage 2. Hast du außerhalb des Wrestlings auch eine Familie? Ja. Yeah. Ja, Logan hat eine Familie. Er hat einen Sohn. Das Geschenk des Himmels. Oh ja, er ist stark. Nicht nur körperlich. Er hat einen starken Geist. Und er motiviert mich einfach, jedes Mal weiterzumachen. Ja, Familie ist etwas Schönes. Aber nicht jeder hat eine intakte Familie. Das nur am Rande. Alles klar, hier luschen. Okay. Come on, Logan. Mindset, dude. Ja. What the fuck? Ja. Okay. Jetzt geht's los, Mr. Crane. Alles gut? Ja. Ach. Ich hoffe nur, wir langweilen diese kleine Interviewin da draußen nicht. Interessiert uns das? Auf gar keinen Fall. Und das ist nicht gelogen. Watch out! Yep! Bound over rope! Whoop whoop! Frage 3. Ja. Gibt es für dich außer dem Wrestling noch andere Sportarten? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Klassisch. Boxen. Shooting, Ayago, Shootfight. Ja, allgemeine Fitness, Fahrradfahren, Ringen. Das Ringen ist eine Form, das ist kein Kampf, es ist Kunst. Ringen ist Kunst, die uns schon die alten Götter gezeigt haben. So sieht's aus, entsprechend aus. Okay, breathe, Logan, breathe. Okay. Okay, come on, get nasty, dude.
Herr Nassi! Hui! Ei! Ei! Welche Personen außerhalb des Wrestlings hatten auf dich den größten Einfluss? Außerhalb des Wrestlings? Welche Person hat auf mich außerhalb des Wrestlings den größten Einfluss? Da kommt es immer auf die Zeit drauf an. Auf welchen Zeitabschnitt wir reden. Grundsätzlich war ich mit mir selber immer sehr zufrieden und viel allein. Deswegen bin ich unaufhaltsam, weil ich mir immer treu sein kann. Verlässt du dich auf jemanden und du wirst enttäuscht, bist du verlassen. Darum hat der Logan nur ganz wenige, ganz, ganz wenige Menschen fest in seinem Leben. Wie mein Felsen, Mr. Crane himself. Okay. Wie viele Scheißfragen kommen da noch eigentlich? Kann man nicht mal einen Sport machen. So, du suchst. Ich bereite vor. Ah. Finale Frage. Wie würde es für dich weitergehen, wenn du den MWA Two-Mat Title gewinnen würdest? Wem würdest du die erste Chance einräumen? Okay. War mir klar, dass so eine Frage kommen muss. Was würde ich machen? Wie würde es weitergehen? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt stolz drauf sein müsste oder sollte in diesem Turnier. Wo in den Augen ist unstoppable. Mächtig, weiche Amateure teilnehmen. Kurzform MBA. Ergo wüsste ich auch gar nicht, wem ich eine Chance geben sollte. Keine Ahnung. Solange mir noch kein würdiger Gegner da ist, würde ich sagen, würde dieses Gold den Logan noch unaufhaltsamer machen. Ja! Und jetzt würde ich sagen, Mr. Crane und Logan, fange mit dem richtigen Training an. Viel Spaß mit dem Video und vergesst nicht, auf der Seite der Mad Wrestling Association unter diesem Post eure Stimme abzugeben. Ja, und vergesst eins weiter nicht. It's Logan time. By the way, it's upcoming for each and every one of you, the Bruiser Club. Coming for you.